Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing, nämlich zum Adventskalender von GDigital. Ja, gestern kam leider kein Video. Ich hatte es ja schon mal vor 2 Tagen angepostet, dass ich momentan die letzten Tage jetzt vor Weihnachten sind zum Weihnachtsmarkt. Und dadurch muss ich natürlich einiges an Ware noch mal holen, weil jetzt geht ja der große Run los. Deswegen konnte ich leider gestern kein Video dazu machen, habe das aber heute auf jeden Fall vor. Wie ihr seht, ich bin ja gerade dabei und wir packen natürlich heute 2 Päckchen aus. Der Adventskalender von GDigital wurde mir ja freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass ich euch den präsentieren kann, und das möchte ich natürlich auch im vollen Umfang tun. Deshalb legen wir jetzt auch los mit dem ersten Päckchen, beziehungsweise das von gestern, Päckchen Nummer 21. Und Päckchen Nummer 21 ist unsere letzte Tüte, die in dem Adventskalender drin war. Und ihr seht ja hier auch Nummer 21. Ja, ich bin gespannt, was drin ist. Wir machen auf und holen das raus. Es ist schon mal weich. Es fühlt sich seltsam an. Es ist unwahrscheinlich weich. Und wir haben hier... ja, es ist eine Art Blüschfigur. Okay, es ist von... Ah ja. Kommt von Drachenzähnen. Leicht gemacht. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie die Figur heißt, aber sie hat hier hinten so eine Tasche drin. Bin ich ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Ich weiß, ist es ohne Zahn? Nee, das ist, glaube ich... Ich glaube, es ist eigentlich die weibliche Gegend. Ich habe schon ewig her, wo ich den Film gesehen habe. Verzeiht mir das. Drachenzähne leicht gemacht. Wir haben eine schöne kleine Plüschfigur. Die wird auch hinten... Ich brauche unbedingt ein neues Teil vom Plüschregal. Das muss ich erweitern. Weil ihr seht, da hinten ist schon relativ viel drin in dem Regal. Und da kommen ja dann auch noch die Mini-Funko-Pops drin, die ich auf einem anderen Adventskalender anboxe. Da wird dann dieser auch drin stehen. Vielleicht mache ich dann den hier nebendran nochmal, dass ich da nochmal ein Regal frei mache. Ja, ist ein cooler Artikel. Ich finde ihn niedlich. Er ist schön weich, das auf jeden Fall. Und ja, das war der Tag 21, beziehungsweise gestern. Und jetzt kommen wir noch zum 22. Tag, der heute ist, beziehungsweise zum 22. Päckchen. Das sieht so aus. Und es klappert da drin, und wir haben hier auch die 22, nämlich rund Pi mal 7 ergibt 22 aufgerundet. Ich habe keinen Plan, was es ist. Ich bin diesmal wirklich komplett überfragt und bin gespannt, was wir da drin haben heute. Und in Türchen Nummer, beziehungsweise in Päckchen Nummer 22 haben wir. Okay, es ist was von einem Computerspiel. Und wir hatten sowas ähnliches schon mal drin. Ich muss jetzt mal kurz was gucken. Ja, wir hatten die tatsächlich schon mal in der Box. Es war aber nicht in der GDigital, sondern ich glaube, die hatten wir damals aus der allerersten Zavi-Box gehabt. Denn wir haben von Call of Duty die 5 Pins. Und leider habe ich die wirklich schon hier hinten. Ihr seht die. Hier hinten hängen die schon. Da hängen, ja, es sind leider wirklich genau dieselben. Schade, ist aber so. Ist aber auch völlig okay für die Box. Denn die kriege ich definitiv auf dem Flohmarkt los. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wer die sonst bekommen sollte von denen, wo ich Boxen schicke oder wo wir austauschen untereinander. Denn soweit ich weiß, ist da keiner so direkt Call of Duty Fan. Deshalb, die gehen mit auf den Flohmarkt. Und dann sind wir auch heute durch. Freunde, das war das 21. und 22. Türchen. Wir sehen uns morgen wieder zum 23. Und morgen beginnt der letzte Tag vor Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt. Danach habe ich erstmal frei, 2 Tage. Und ja, dann geht's weiter. Freunde, wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute. Haut rein. Ciao, ciao.